Herzlich willkommen zum ganzheitlichen Tierarzt-Podcast. Was passiert hinter den Kulissen? Was bewegt Tierärzte und Tierbesitzer? Und natürlich Real Talk. Boah, ihr Lieben, ich war vorhin einkaufen. Alter, geht's eigentlich noch? Es ist Mitte September und da steht der Lebkuchen und die Dominosteine stehen da im Schrank und im Regal. Alter, ich dachte, zack. Ich habe mich daran jetzt erinnert, das ist jedes Jahr so. So gefühlt rollen die Osterhasen weg und gleich den Weihnachtskrempel ein. Aber im September bei 25 Grad stellen die Lebkuchen und die Dominosteine dahin. Totaler Wahnsinn. So, das Schlimme ist daran, jetzt ist das Zeug frisch. Im Dezember ist es dann schon 3 Monate alt, wenn es im Regal lag. Weil die haben es ja jetzt vorproduziert. Aber wenn ich jetzt anfange, das Zeug zu fressen, habe ich dann am Weihnachten habe ich direkt 4 Kilo mehr und ich kann das Scheißzeug nicht mehr sehen. So. Und vor allen Dingen, da, wenn alle das kaufen, müssen wir jetzt bei unseren Hunden schon wieder aufpassen, wegen der Schokolade und wegen der Gefahr für den Hund. Weil, ihr wisst das alle als brave Hundehalter, ja, dass Schokolade Theobromin enthält, was der Hund einfach in der Leber nicht verarbeiten kann und es für den Hund hochgiftig ist. Also müssen wir jetzt dauernd wieder aufpassen, liegt nirgendwo Schokolade rum und so weiter. Gut, das kann natürlich unter dem Jahr auch passieren, aber nicht in dieser Massivität, wie es halt einfach mit dem Weihnachtskrempel und dem Osterkaraffel ist. So. Und das ganze Karaffel liegt ja jetzt schon wieder rum und andauernd muss man aufpassen. Aber das bringt mich jetzt natürlich auf die Idee zu sagen, okay, wenn wir jetzt schon den Weihnachtskrempel und das ganze Karaffel dahin stellen, denkt auch frühzeitig an Silvester. Jetzt sagst du bestimmt, der Henning, der hat total eine Murmel. Dezember. Silvester, das ist noch 3 Monate hin. Ja, fast noch 4 Monate. Ja, aber ich habe die Erfahrung gemacht, meistens 3 Tage vor Silvester stehen die Hundebesitzer bei mir in der Praxis und sagen, ich brauche unbedingt was zur Beruhigung von meinem Hund. Weil der hat Silvester immer solche Probleme. Ich sage, ja, das ist jetzt noch erst 3 Tage vor Silvester. Ja, aber das Silvester kam so überraschend schon wieder, dass das Jahr schon wieder rum ist und Silvester schon wieder auf den 31. fällt. Ja, das tut's immer, aber einige sind wirklich so überrascht, dass schon wieder Silvester ist. Und das Wichtigste ist, dass wirklich ganz viele Präparate eingeschlichen werden müssen oder einfach für über einen längeren Zeitraum gegeben werden müssen. Sodass wir sagen müssen, dass es eigentlich sinnvoll ist, 2-3 Wochen vorher die meisten Präparate zu geben und dann halt wirklich die optimale Wirkung zu erzielen. Und viele kommen halt und sagen, es hat überhaupt nichts gebracht, es hat überhaupt nicht geholfen. Ja, das lag daran, dass die meisten eben nicht frühzeitig angefangen haben, sondern wieder erst 3-4 Tage vorher. Das heißt, wenn ihr wirklich was Schonendes für euren Hund haben wollt, wenn der Probleme an Silvester hat, also meine hat zum Glück, toi toi toi, hier, ich klopfe mal auf Holz, also auf meinen Kopf, meine Hündin, die steht da, guckt das Feuerwerk an und nach 5 Minuten ist die gelangweilt und legt sich hin und pennt. Aber ich weiß von vielen, vielen, sowohl im Freundeskreis als auch im Patientenbesitzerkreis, dass viele, viele Hunde da echt Probleme mit haben und Panik haben, Amok laufen, zittern, sabbern, Durchfall haben. Und das dann natürlich über Tage, weil die meisten halten sich natürlich nicht an die Feuerwerkszeiten, sondern das fängt schon 2-3 Tage vorher an und das hält auch noch 1-2 Tage hinterher an. Plus dann natürlich all die, die sich dann die Feuerwerkskörper aufheben, um irgendwann im Jahr auf ihren Geburtstag rumzuballern. Also deshalb, wie gesagt, macht es am besten schon deutlich vor Weihnachten. Fragt euren Tierarzt, was er empfehlen kann. Und dann fangt bitte 2-3 Wochen vor Weihnachten mit den Präparaten an. Wenn ihr es wirklich vergesst und wirklich nur dann, wenn ihr es vergesst oder wenn wirklich mal ein Präparat nicht hilft, leider ist es so ein bisschen Individualität. Ihr müsst halt jedes Jahr was anderes probieren. Wenn halt ein Präparat gar nicht funktioniert, da muss man wirklich sagen, bei dem einen Hund funktioniert das und bei dem anderen das. Also wir müssen in der Praxis auch manchmal 2, 3, 4 Jahre durchprobieren, bis wir für den individuellen Hund das optimale Präparat gefunden haben. Dann also am besten, ja, immer mal wieder was durchprobieren, von Bachblüten über verschiedene andere Präparate, Milchderivate oder Milcheiweißderivate, dann Kräuterkompositionen, die den Hund einfach chillig machen. Also da gibt es wirklich, es gibt ein homöopathisches Präparat von Hehl, was sehr, sehr gut funktioniert. Aber wie gesagt, ihr müsst es einfach ein bisschen durchtesten. Und dafür braucht man ein bisschen Zeit. Wenn alle Stricke reißen, will ich nur dann bitte. Nicht einfach so, ich habe ja was in der Hinterhand und das nehme ich dann an Silvester, ich brauche mich um nichts kümmern. Nein, nehmt das bitte wirklich nur als
Last Resort, wie die Amerikaner sagen, also wirklich als letztes Mittel, dann nehmt ihr einen Teelöffel Eierlikör. Je größer der Hund ist, desto mehr Eierlikör. Aber man kann es ja so ein bisschen abschätzen. Ganz kleiner Hund, so Teelöffel, größerer Hund, ein Schnapsglas oder vielleicht auch zwei Esslöffel, wenn er deutlich größer ist. Und ja, ich werde jetzt wieder einen Shitstorm enden. Um Gottes Willen, man kann dem Hund doch keinen Alkohol geben. Das ist ja auch giftig. Ja, Alkohol ist schon nicht gut. Alkohol ist schlecht für die Leber. Aber Leute, wie oft trinken wir Alkohol? Und selbst die, die keinen Alkohol trinken, wie oft isst man vielleicht eine Praline, eine Mancherie oder sowas? In der Mancherie ist mehr Alkohol drin als in einem Esslöffel Eierlikör. So, und wenn einmal im Jahr, wenn man dann dem Hund eine kleine Portion Eierlikör gibt und es dem Hund aber dafür gut geht und der Silvester gut übersteht, also ich glaube, dann überwiegt der Nutzen bei Weitem den Kosten und so ein bisschen Eierlikör bringt den Hund nicht um. Also was anderes als Schokolade oder andere Präparate. Also deshalb ruhig ein bisschen Eierlikör. Ich schwöre da drauf. Auch da leider, es hilft nicht bei jedem, aber es hilft bei deutlich mehr Hunden als andere Präparate. Und wie gesagt, wenn alle Stricke reißen, dann das noch hinterhergeben, auch wenn man schon was anderes versucht hat. Überhaupt kein Freund bin ich von Präparaten wie dem Azithromycin. Das gibt unter verschiedenen Handelsnamen. Das ist oftmals ein Gel, gibt es auch mittlerweile als Tabletten. Das lässt die Hunde wirklich richtig pennen. Es ist zwar noch kein BTM, kein Betäubungsmittel, aber die Hunde sind richtig platt, die pennen, aber nur augenscheinlich. Weil sie pennen, aber sie kriegen alles andere mit, weil es an der Reizschwelle und an der Psyche des Hundes überhaupt gar nichts ändert. Und da natürlich muss man wirklich sagen, ja, der Hund kann sich nicht mehr artikulieren, der ist völlig ruhig gestellt. Ja, er sagt dem Besitzer nicht mehr, mir geht's scheiße und diese Knallerei geht mir auf den Keks, aber er kriegt alles mit und der Stress und die Panik verschlechtern sich natürlich noch. Aber der Besitzer merkt es nicht mehr, dass es seinem Hund schlecht geht. Also deshalb davon bitte die Finger lassen. Das ist das, was viele rausgeben, wirklich auf der letzten Rille, wenn die Leute zwei Tage vor Silvester kommen. Bin ich überhaupt kein Freund von. Dann lieber ein bisschen Eierlikörchen. Also meine dringende Bitte, kümmert euch frühzeitig drum. Lacht ruhig, dass ich das schon im September erzähle. Weil viele werden es wieder vergessen und stehen dann wirklich zwei Tage vor Silvester beim Tierarzt auf der Matte und sagen, ich brauche ganz dringend was. Darum, man kann es nicht früh genug sagen. Vielleicht mache ich nächstes Jahr den Podcast schon direkt nach Ostern, wenn die Osterhasen weggeräumt werden, dass man ganz früh daran erinnert wird. Jetzt wünsche ich euch alles Gute. Guten Rutsch würde ich jetzt halt vielleicht noch nicht sagen. Aber lasst euch gut gehen bis dahin. Genießt die Resttage des Sommers. Und von mir ganz, ganz liebe Grüße an deine Fellnase. Lasst euch gut gehen und wir sehen und hören uns im nächsten Podcast. Herzlichen Dank, dass du bis jetzt dabei warst. Abonniere gleich den Podcast, damit du nichts mehr verpasst. Und danke dir für eine positive Bewertung hier bei iTunes. Weitere Infos, Einladungen zu Seminaren, Checklisten und vieles mehr findest du in den Shownotes. Und auf den nächsten Podcast musst du gar nicht lange warten, denn morgen geht's direkt weiter hier mit Henning Wills.